Teil 2 am Freitag. Wir schauen auf die Konjunktur in Deutschland. Wir haben diese Woche Nachrichten von der ZEW bekommen und wir haben sozusagen bekommen die Information, die Rezessionsgefahr nimmt zu. Und hier stellt sich natürlich die Frage, Rezessionsangst in Deutschland. Man hört dieses Wort immer wieder in den Medien. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, beflügelt die EZB den DAX? Bevor wir hier natürlich in die Details gehen, gibt es wie immer den Risikohinweis. Der ist an dieser Stelle immer in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und wir schauen jetzt einfach mal mit hinein in das, was wir diese Woche von der ZEW bekommen haben und hinten dran noch ein Stückchen Einblick in die Sachen, die wir von der FED bekommen haben. Da haben wir diese Woche Mittwoch die Sitzung der FED gehabt und das war sehr, sehr interessant. Der ZEW-Finanzmarktreport, also die Konjunkturerwartung sozusagen, das ist ein Konjunkturbericht für Deutschland, den gibt es seit 1991 und er zeigt uns einfach sehr, sehr gut die aktuelle Stimmung. Das ist ähnlich wie der IFO-Bericht, den wir auch jede Woche oder jeden Monat, also in regelmäßigen Abständen hier genannt bekommen. Das heißt, hier schauen wir einfach auf das Thema Inflationsraten, Zinsen und den Wechselkurs und auch den Ölpreis. All das fließt in diese Konjunkturerwartungen mit rein und sind für die EZB ein wichtiger Standpunkt, um auch die entsprechenden, Stellschrauben, die dann auch da sind, genannt zu bekommen. Wie schon gesagt, wir bekommen den ZEW-Report regelmäßig. Wer sich das Ganze auch anschauen möchte, auf der Seite der ZEW gibt es den ZEW-Finanzmarktreport. Den kann man sich dort einfach auch anschauen. Wen das Ganze interessiert, der kann dort die Details nachlesen. Wer nicht, schaut einfach rein. Ich fasse das ja hier immer schön zusammen. Warum? Weil wir einfach als Trader auch so ein bisschen wissen sollten, wie es der Wirtschaft gerade geht und auf was wir uns an den Märkten auch einstellen sollten. Das heißt, schauen wir uns hier mal die Fakten an, die wir jetzt im September haben. Für Deutschland steht eines momentan ganz klar da, die Rezessionswahrscheinlichkeit, die steigt hier an. Das heißt, an dieser Stelle, die Konjunkturerwartungen sind im August ziemlich stark gefallen. Schaut euch mal diese Kerze an hier, das ist schon ein massiver Rutsch, der hier nach unten gegangen sind. Aktuell stehen wir hier bei minus 44,1 Punkten und das ist ein Rückgang von 19,6 Punkten gegenüber dem Vormonat. Ne? Man sieht das, wie massiv das Ganze hier gefallen ist. Und das ist schon deutlich, wenn man sich mal anschaut, wie die Vorkerzenentwicklungen immer so gewesen ist, wie die Entwicklungen, gelaufen sind nach oben oder nach unten. Das ist schon ein deutlicher Rutsch und das ist schon ein ziemlich starkes Warnsignal. Wir stehen hier unter dem Tief von dem Jahr 2011. Schauen wir uns hier mal die Fakten an, auch mit Blick auf die Lageeinschätzung. Die Lageeinschätzung hier mit minus 13,5 Punkten hat sich deutlich eingetrübt. Wir sind ja schon im Vormonat leicht nach unten gelaufen, aber hier gab es jetzt, was die aktuelle Lage angeht, doch schon einen ziemlich starken Schub nach unten. Das heißt auch hier 12,4 Punkte weniger als im Vormonat und 58 Punkte weniger als im Dezember letzten Jahres. Diese Zahlen sprechen für sich, da muss man nicht viel zu sagen. Wo kommt das Ganze her? Wir haben aktuell bei vielen Analysten eine Erwartung an eine negative BIP-Entwicklung in den Folgequartalen. Das heißt hier 31,3% der Analysten rechnen, dass wir im vierten Quartal einen deutlichen Rückgang mit dem Thema BIP haben werden. Das ist der zweithöchste Wert, also diese 31,3 seit 2011. Das war ja ein heftiger Rutsch, den wir da auch in den Aktienmärkten gesehen haben und auch ein Impact auf die Wirtschaft. Also damals waren es 33%. Wo kommt es her? Die Entwicklung im Export sowie der Finanzbranche sind negativ. Die Begründung dafür, die liegen auf der Hand. Der Handelsstreit mit China, also zwischen China und den USA, der belastet natürlich deutlich den Exportmarkt. Der No-Deal-Brexit ist momentan auch wieder auf dem Tisch. Der erhöht die Risiken ebenfalls. Und das Thema Finanzbranche, wir haben einfach eine Zeit, wo keine Zinsen bezahlt werden. Die zahlen Negativzinsen, die Banken. Das ist natürlich schlecht für die Ergebnisse, weil die Banken
verdienen ja nun mal Geld mit Zinsen. Und wenn es nichts gibt oder die Zinsen sogar oder sogar Zinsen bezahlen müssen, wie die Strafzinsen, ist das natürlich deutlich negativ für den Sektor, den wir hier haben. Und deswegen sieht die Finanzmarktbranche hier bei uns in Deutschland auch nicht wirklich rosig aus. Was gut ist, Bau- und Konsumbranche, da sehen wir weiterhin eine positive Entwicklung. Das Ganze wird auch erwartet. Die Ergebnisse deuten allerdings auf eine spürbare Wirtschaftsabschwächung hin. Ja, das in Deutschland. Mit Blick auf Europa sieht das Bild nicht wirklich anders aus. Die Konjunkturerwartungen sind hier erneut ziemlich stark gesunken. Wir sehen es hier, die Erwartungen, das ist diese Linie, diese gestrichelte Linie, und wir sehen, wie stark die Dynamik hier nach unten abwärts gelaufen ist. Die konjunkturelle Lage, da sieht es auch nicht viel besser aus. Das Ganze sehen wir uns jetzt mal im Detail an. Hier in Europa, der Erwartungsindikator steht aktuell bei minus 43,6 und wir sehen es, das ist ein deutlicher Rückgang von minus 23,3 Punkten gegenüber dem Vormittag, das ist Vormonat. Das ist der niedrigste Wert auch hier seit 2011. Die Einschätzung der aktuellen Lage, die ist ebenfalls rückläufig, die steht hier aktuell bei minus 14,5 und bedeutet, das ist der niedrigste Wert, den wir hier seit Juni 2015 haben. Aber, und das finde ich als sehr, sehr interessant, 80% der Experten, die hier befragt wurden, finden das eine normale Konjunktursituation. Also nichts Außergewöhnliches. Das gehört zu einer konjunkturellen Entwicklung dazu. Das heißt, 54% erwarten eine Verschlechterung der Korrektur in den nächsten 6 Monaten. Einfach, weil es dazugehört. Ja, wir sind ja wirtschaftlich eine ganze Zeit auch bergauf gelaufen. Von der Seite her ist das jetzt einfach mal wieder laut Analysten an der Tagesordnung. Aber positiv zu sehen ist, 65% der Analysten erwarten Stützungsmaßnahmen seitens der EZB. Und das ist jetzt mal eine Maßnahme. Das habe ich ja vorhin im ersten Teil unserer Freitagsbesprechung hier schon angesprochen. Den Notenbanken kommt momentan eine sehr, sehr starke Wirkung zu. Das heißt, die Notenbanken sind jetzt am Zug, mal wieder mit ihren Maßnahmen der Wirtschaft zu helfen. Das sieht in den USA ein bisschen aus als bei, anders aus als bei uns in Europa. Aber nichtsdestotrotz haben die Zentralbanken halt natürlich Mittel, um die Wirtschaft zu stützen. Und was passiert mit den Aktienmärkten, wenn die Wirtschaft durch die EZB oder die Fed gestützt wird? Es gibt billiges Geld. Und billiges Geld hat in der Vergangenheit immer wieder dazu geführt, dass die Aktienmärkte stark angestiegen sind. Why not? Das ist natürlich das, worauf der Markt sich jetzt auch stützt. Und wenn wir hier tatsächlich deutliche Stützungsmaßnahmen der Zentralbanken sehen, wird es das Geld billiger machen. Thema Anleihekäufe und so weiter und so fort. Das Spiel kennen wir ja inzwischen schon. Das ist gut für den Aktienmarkt und das sorgt dann, ob der schlechteren Wirtschaft, trotzdem für weiter steigende Notierungen. Muss man natürlich auch sehen, beispielsweise bei den Indizes. Da steigt der Markt. Wenn wir uns den Euro mal anschauen, das könnte dann natürlich dafür sorgen, dass der Euro weiter nach unten läuft. Das heißt, an dieser Stelle gucken wir uns mal ganz kurz den Chart vom Euro an, ohne großen Analysen zu gehen, sondern einfach nur mal den Euro-US-Dollar hier mit reinzunehmen. Da haben wir jetzt schon die Tatsache da, dass wir hier den Schub im langen Bild nach unten sehen. Und diese wirtschaftliche Schwächung ist gut für den, oder nicht die wirtschaftliche Schwächung, die Maßnahmen der EZB, die sorgen dann dafür, dass der Euro billiger wird. Das heißt, da wird der Abwärtstrend fortgesetzt und das ist wiederum gut für die Aktien. Das heißt, wir sehen dann an den Aktienmärkten hier entsprechend auch den Schub nach oben. Das ist das, was wir hier sehen und das ist das, was der Markt momentan auch abbildet. Also relativ leicht zu sehen. Das ganze Bild andersrum von der FED. Die FED hat ja jetzt entsprechend angefangen, die Zinsen zu senken. Das heißt, wenn wir uns mal beispielsweise das Währungspaar britisches Pfund US-Dollar anschauen, rein technisch, ne, bei den Briten ist der Zins, wie er ist, wurde nicht gesenkt. In USA wird der Zins gesenkt. Das heißt, die Zinsdifferenz zwischen britischem Pfund und US-Dollar, die sinkt. Was passiert? Der Dollar wird schwächer. Was passiert? Hier, der Kurs steigt nach oben an. Das ist einfach Börse, wie es funktioniert. Das ist das, was wir sehen. Und aus diesem Grund brauchen wir dieses fundamentale Wissen, um Ideen spielen zu können für den Markt. Und wenn wir sehen, der Markt antizipiert genau das, dann haben wir unser Szenario. Dann muss hier keine
keine Kaffeesatzleserei gemacht haben, sondern wir sehen einfach, dass das, was der Markt momentan spielt, auf die Fundamentaldaten abgeht und damit können wir uns hier an dieser Stelle auch schöne Handelssetups mit aussuchen. Also das hier zu den Fakten im September in Europa. Gehen wir rüber über den großen Teich und schauen uns mal die USA an. In den USA sind die Konjunkturerwartungen ebenfalls nach unten gegangen. Ne? Die Konjunkturerwartung, auch hier diese Linie, die wir hier haben, und hier sehen wir es, es war ein ganz schöner Rutsch auf die Unterseite. Der Erwartungsindikator ist um 18 Punkte im Vergleich zum Vormonat auf minus 45,6 gefallen und das ist das Tief seit 10/2008. Also auch hier, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Lageindikator, also das, was wir im oberen Teil der Grafik sehen, ist gesunken um 12,7 Punkte auf 37,3. Hier sehen wir es auch. Also auch dort ein Rückgang. Wir sehen auch hier, die Wirtschaft schwächelt in den USA. Die ist bei weitem nicht so schlecht unterwegs wie wir hier in Europa, aber man sieht einen Rückgang. Das heißt, die Geschäfte in den USA, wir haben es ja in dem Beachbook auch gesehen, die laufen zum Großteil schon noch relativ gut, aber es gibt halt auch Anzeichen dafür, dass der Markt anfängt deutlich zu schwächeln. Und das sehen wir hier auch in den Dingen, die die Analysten hier bei uns in dem ZDW mit einfließen lassen. Das ist das, was hier gesehen wird. Die Fakten, was belastet die USA? Das sind zwei Dinge. Das ist zum einen der Handelsstreit China-USA und das andere ist halt einfach auch so ein bisschen währungstechnisch eine Abwertung des chinesischen Yuan gegenüber dem US-Dollar seitens der chinesischen Zentralbank. Also da gibt es Rangeleien. Der Streit zwischen China und USA, der ist noch lange nicht vom Tisch und das belastet natürlich auch die US-Wirtschaft. Konjunkturerwartungen für Japan haben wir auch mit in unserem Report drinnen. Japan ist ja auch ein wichtiger Faktor, auch für die Weltwirtschaft. Und wenn es dort schwächelt, merken wir das natürlich auch in Deutschland. Hier mit Blick auf die Konjunkturerwartungen, die haben sich ebenfalls deutlich verschlechtert. Also auch hier diese gestrichelte Linie stark nach unten gegangen. Heißt also hier, die Erwartungen sinken um 17 Zähler auf minus 31,7. Auch hier. Das ist ein Tiefstand seit langer Zeit und zwar der tiefste Stand seit Januar 2009. Der Hauptgrund hierfür wird genannt aus den wachsenden Spannungen zwischen China und den USA. Wir wissen es, China ist ein sehr, sehr wichtiger Handelspartner für Japan und wenn es dort kriselt, dann exportieren die weniger und das merkt natürlich dann die japanische Wirtschaft sehr, sehr stark. Politische Unsicherheiten gibt es ebenfalls. Wir hören es ja in den Nachrichten. Und was für Japan auch eine Belastung ist, genauso wie für uns Deutsche, Japan ist ja auch eine Exportnation, die weltweite Konjunkturabkühlung, die hat natürlich negative Auswirkungen auf das, was den Export von Japan mit betrifft. Die Konjunkturentwicklung für die nächsten 9 Monate wird pessimistischer gesehen. Interessant allerdings hier die aktuelle Lage, die hat sich leicht verbessert. Wir haben ja einen kleinen Anstieg gehabt, plus 1,6 Punkte auf 0,5. Also auch hier ein leichter Hauch von Sonnenschein. Aber wie schon gesagt, die Konjunkturentwicklung der nächsten 9 Monate wird pessimistisch gesehen und alles dreht sich auch hier auf das, was hier zwischen den USA und China passiert. Jetzt kommen wir zu Großbritannien und jetzt kommen wir zum Dauerthema Brexit. Wir sehen es hier in der Überschrift in Großbritannien. Wir haben ein historisches Tief bei den Konjunkturerwartungen. Also hier, schaut euch mal an, so tief stand der Wert in Großbritannien noch nie. Charttechniker könnten sagen, ja, wir sind weit gelaufen, könnte ja mal eine Gegenbewegung kommen. Ich habe da meine Zweifel dran und die Analysten, die hier die Daten für den Report geliefert haben, selbstverständlich auch, wir sehen es, die Experten, die senken ihre Erwartungen deutlich ab, ne? Also der Erwartungsindikator, der sinkt um 17 Punkte auf minus 80,6. Die Wahrscheinlichkeit für einen harten Brexit ist aktuell deutlich angestiegen, also zumindest hier in dem Zeitraum, wo die Analysten befragt worden sind. Und das bringt erhebliche Wirtschaftsprobleme für Großbritannien. Aus diesem Grund der starke Rutsch nach unten.
Highlight hier an dieser Stelle ist wirklich das Brexit-Thema. Wenn sich das zum Guten wendet, wird sich die Wirtschaft wahrscheinlich auch ziemlich schnell wieder erholen können, weil einfach Sorgen weg sind, ja. Aber wir haben es halt hier, der Brexit ist immer noch da und die Wahrscheinlichkeit, dass ein harter kommt, ist halt durch Johnson deutlich angestiegen. Sozusagen die Konjunkturlage, also das, was aktuell ist, hat sich ebenfalls signifikant verschlechtert. Wir sehen es am Lageindikator. Der fällt um 8,8 Punkte auf minus 43,3. Heißt also hier, wenn man das Ganze mal zusammenfasst, politische Unsicherheiten sind eine sehr, sehr starke Belastung für die britische Wirtschaft. Fazit auf das, was wir hier im, ja, Barometer gerade gesehen haben. In Deutschland gibt es eine gesteigerte Rezessionswahrscheinlichkeit. In der EU Erwartung weiter im Abwärtstrend. Also das, was kommt, ist nichts Gutes, was hier erwartet wird. Mit den USA ist es ähnlich. Wir haben hier einen Einbruch bei den Konjunkturerwartungen. Auch das zeigt halt einfach, dass wir hier nicht einfach schnurstracks in eine Richtung laufen. In Japan verdeutlicht sich oder verschlechtert sich der Ausblick deutlich und Großbritannien hier ein historischer Tiefstand bei der Konjunktur. Ja, Erwartung sozusagen. Und jetzt schauen wir noch auf das Thema der Inflation. Die EU-Inflationserwartungen, die sind hier rückläufig. Ja? Also auch das ist ja nichts, wo man sieht, die Wirtschaft läuft hier momentan sehr, sehr stark weiter. So, das also zum ZEW-Bericht und wir schauen jetzt hier an dieser Stelle eben nochmal auf die FED-Sitzung am Mittwoch. Wir haben es ja schon mitbekommen, die Zinsen sind leicht gesenkt worden. Das hat dem Trump natürlich nicht gereicht. Der hätte lieber den Zinsschritt viel, viel deutlicher nach unten gesehen. Ja, er wünscht sich das halt. Ich kann es verstehen, was die FED macht. Warum? Die Wirtschaft ist halt noch nicht so massiv schlecht, dass man solche starken Stützungsraten braucht. Das heißt hier, der Zinssatz ist um ein Viertel Basispunkt gesenkt worden von 2,25 auf 2. Also der Bereich, den wir hier haben, ist 1,75 bis 2%. Begründet wurde das Ganze. Und zwar, es soll eine Unterstützung der Wirtschaft in Zeiten höherer Unsicherheiten bezüglich des negativen Ausblicks sein. Das zeigt so ein bisschen, die Wirtschaft läuft eigentlich noch relativ gut, aber wir versuchen hier mal mit milden Stützungsmaßnahmen sozusagen im Zinssenkungszyklus die Wirtschaft durch sinkende Zinsen zu stützen. Und wenn das Geld billiger wird, ist es ja eine Nation, die auch sehr, sehr viel auf Pump lebt. Das bringt natürlich mehr Geld in die Taschen. Warum? Weil man einfach weniger Zinsen bezahlen muss. Die größte Unsicherheit liegt hier allerdings im Handelsstreit zwischen China und den USA. Gesagt wurde auch, es ist ein weiterer Zinsschritt in 2019 denkbar. Wahrscheinlich ist der im Dezember zu sehen. In der FED-Sitzung hat Herr Powell gesagt, also in der Pressekonferenz, er sieht günstige wirtschaftliche Aussichten. Das ist positiv, aber es sind Risiken vorhanden. Das heißt, hier schwächt sich die Wirtschaft ab, ist genug Pulver da, um eine stärkere Zinssenkung auch ins Rennen zu bringen. Das sind mal wichtige Faktoren. Und wer so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen hat, der sieht halt auch, es gibt in der, sag ich mal, in dem Board der FED sozusagen, im FOMC, da gibt es durchaus gemischte Bilder. Es gibt dort Stimmen, die sich gesagt hätten, wir hätten diese Zinssenkung eigentlich gar nicht gebraucht, weil die Wirtschaft läuft eigentlich noch relativ gut. Auf der anderen Seite haben wir das genaue Gegenteil. Wir haben auch Stimmen gehabt, die haben gesagt, naja, wir hätten eigentlich einen halben Basispunkt nach unten sehen wollen und nicht nur einen Viertelbasispunkt. Also man ist sich da nicht ganz einig. Es geht dort weiter hin und her. Fakt ist aber eins, Paul hat das in der Pressekonferenz in meinen Augen sehr, sehr deutlich auch gemacht. Die US-Wirtschaft funktioniert noch, aber es gibt halt Risiken, dass sich bestimmte Sachen auch ja ändern. Und es ist halt einfach der Punkt, sobald die US-Amerikaner anfangen zu sparen, hat das einen Riesenimpact auf die US-Wirtschaft. Wenn sich das Thema Handelsstreit mit China weiter verschärft, hat das einen großen Impact auf die Wirtschaft. Und dann kann es halt relativ schnell nach unten gehen. Deswegen
ist noch genug Pulver da für die Zinssenkung im nächsten Jahr dann auch. Wenn sich das Thema China aber schnell verabschieden sollte oder irgendwann so ändert, dass dieser Belastungsfaktor da ist, dann kann das Ganze auch weiterlaufen wie bisher. Das also zu den wirtschaftlichen Daten, die wir diese Woche bekommen haben aus Deutschland und den USA. An dieser Stelle danke für die Zeit. Fragen sehe ich hier an dieser Stelle keine. Ich wünsche an dieser Stelle allen einen interessanten Freitag. Wir haben Hexensabbattag, ein schönes Wochenende und wir hören und sehen uns dann am Montag wieder um 8.30 Uhr, wenn wir die nächsten Handelsideen besprechen. Danke für die Zeit und tschüss. Gut.